Na, zumindest liegen seine Items da. Ich sehe sie schon. Und jetzt schnappen wir uns dich, du Penner. Ruht in Frieden, mein Freund. Euer ungerechtfertigter Tod wird gerecht. Ihr habt den Gangrel getötet? So entlohnt Christoph also seine Verbündeten? Ich werde meine Fänge in euren verräterischen Hals graben, Welpe! Ne, die Menschlichkeit ist noch hoch. Es brennt! Das Tier erwachte mir! Alter! Er ist auch überhaupt nicht overpowered, ne? Nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Er ist total schwach. Total. Außerdem, uns blieb ja nichts anderes übrig, du Penner. Weil du ein Arschloch bist. Deswegen. Na klasse, wir verlieren also Erik. Super. Ja, bla 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 bla. Komm, überspringen wir das Ganze. Ja, das würde ich auch gerne überspringen. Es geht aber leider nicht. Ja. Nein! Das ist so ein Penner, ne? Zur Hölle mit euch! Zur Hölle mit euch! Da waren wir nur noch zu dritt. Christoph hat einen neuen Status erlangt. Ja, das hilft uns nicht. Ach Mann, halt doch die Schnauze. Stürzt sich lieber auf den Zauberer. Zur Hölle mit euch! Alter, macht der Schaden! Das ist doch nicht normal, ey! Und nochmal müssen wir uns die ganze Scheiße reinziehen. Oh, dass man das nicht wegdrücken kann, ne? Die Texte kannst du wegdrücken, aber nicht alles. Das ist so nervig. Komm, halt die Fresse, du Arschloch. Echt? Mann. Nein! Ja, ist gut jetzt, komm. Na toll, den kann man noch gar nicht angreifen. Klasse, man ist also gezwungen, erst auf Erik loszugehen. Klasse, oh, ich liebe solche Zwanggeschichten. Oh, das ist immer toll, wenn man gezwungen wird, erstmal hin. Ruhe jetzt. Er geht nicht drauf. Er geht einfach nicht drauf. Stirb endlich, du Penner! Ja, genau. Ist er tot? Seid verflucht, Bursche! Ich ertrug den Verlust kostbarer Magie in meiner Welt. Ich ertrug den freiwilligen Verlust meiner Seele, um der zugrunde gehenden Welt einen Funken Magie zu erhalten. Ich ertrug das unaussprechliche Leid des sterbenden Saulot. Doch ich werde keine weiteren Demütigungen seitens eines Grünschnabels von Brucha und seiner Brigade aus niemanden hinnehmen. Hört, Promethea! Eure kostbare Aneska ist nicht hier. Die Oktoberkarawane dieses Idioten Orsi hat das Hexenhaus niemals erreicht. Die verhassten Timiske stellten uns bei Prag einen Hinterhalt. Sie erbeuteten die Karawane samt und sonders. Die Timiske sind die wahren Feinde dieser Welt. Sogar jetzt, da ihr meine Zeit vergeudet, schmieden die Unholde Ränke, um die Welt um uns herum niederzubrennen. Geht jetzt und stört uns nicht mehr.
Nichts wollte ich mit den Untoten zu schaffen haben, und doch habe ich alles bei ihnen riskiert. Und hat es mich nur einen Schritt näher zu Aneska gebracht? Brachte es mir auch nur ein Quäntchen Menschlichkeit? Ich habe keine Antwort darauf. Oh, Christoph, mein Herz fühlt mit euch. Jetzt dürfen wir also verbessern. Ja, also Erik weilt nicht mehr unter uns. Sehr, sehr bedauerlich. Und Christoph ist jetzt selber ein Ahne. Tja, er hat den Rang übernommen von ihm. Vom guten, guten Erik, der jetzt leider nicht mehr unter uns weilt. So, ich hoffe, dass die Punktevergabe irgendwas bringt. 16.000 Punkte, ey, Wahnsinn. Ach, du bist jetzt auch ein Ahne, okay. Trinken. Körperkraft. Weiter. Du bist immer noch eine Ancilla. Okay. Körperkraft. Aber die Menschlichkeit ist immer noch auf 100, wenn ich das richtig gesehen habe. Interessant. Vernichtung. Ende der Vernichtung. So, da haben wir die Items von... Erik. Den nehmen wir auch alle wieder mit. Das heißt, wir müssen anscheinend zurück nach Prag. Zurück. Jetzt dürfen wir nach Prag. Jetzt dürfen wir nach Prag wieder. Aber vorher würde ich gerne noch die Sachen von Erik verkaufen. Und dann kehren wir nach Prag zurück. Vielleicht noch ein paar Tränke kaufen. Und vor allen Dingen erstmal müssen wir, ja genau, die Tränke verkaufen. Und dann müssen wir ja auch noch die Dings, das Tagebuch vergeben. Gut, wir sind also mit dem Gildenhaus soweit durch. Und sind jetzt nur noch zu dritt. Erik ist nicht mehr. Dafür haben jetzt Wilhelm und Christoph den Rang eines Ahnen. Also den Rang, den vorher Erik hatte. Schade, dass Erik nicht mehr unter uns weilt. War ein guter Kämpfer. Ey, Junge. Mann. Scheiß Händler, steht er da einfach im Weg. Penner. Selbst schuld, wenn ich ihn anklicke. So. Seid gegrüßt. Wie sieht's mit eurer Rüstung aus? Gut, eure Rüstung ist in Ordnung. Du kannst den Bogen verkaufen. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Ihr habt alle einen Helm, ne? Ja. Dann kann der weg. Das kann 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 weg. Ach, Erik, Erik, Mensch. Streckkolben. Die Geschwindigkeit ist langsam. Die Genauigkeit ist auch nicht so prickelnd, muss ich sagen. Schutzschild. Kann ich, glaube ich, nicht tragen, oder? Tödlich 15, Schlag 15, Sonne 20, schwer heilbar. Was war das? Schwer heilbar 10. Lederhandschuhe 10, 10, 10. Nur 10, 10, okay. Hat mir hier nicht auch Schwere? Genau, 15, 15, 15. Das ist besser als gar nichts. So. Dann können die nämlich weg. Die können weg. Und die können weg. Zumindest eine kleine Steigerung. So, dann werde ich gleich in der Kirche nochmal abspeichern und dann werden wir uns nach... Beziehungsweise nein, wir müssen erstmal zu den Trankfritzen. Mensch, bring doch nicht alles durcheinander, Lars. Nein, ich arbeite dran, nicht alles durcheinander zu bringen. Ist nicht einfach. Graf Orsi. Also Orsi hat tatsächlich die Karawane verlieren lassen. Das ist unglaublich, da.
Der ganze Trip nach Wien, eigentlich wegen nichts und wieder nichts, ne? Da ist das Nordtor. Ne, da will ich noch nicht hin. Ich will erst noch zum Osttor. Eieieiei. Aber ich habe das Gefühl, wir tauchen langsam in eine Phase ein, wo es gegen Ende geht. Habe ich so das Gefühl irgendwie. Wir danken euch. Um unsere Dankbarkeit zu zeigen, überlassen wir euch einen Zauber, der Flammen abhält. Die Chronik des Etrius sollte sich als hilfreich erweisen, um unseren Orden von der abscheulichen Unterwanderung zu befreien. Möge sich eure Gabe in der lodernden Zukunft, der wir entgegenblicken, als nützlich erweisen. Gut. Erwecken, erwecken, das ist okay. Erwecken, erwecken, das ist alles erwecken. Ja, das haben wir ja durch ihn erbeutet. Durch unseren verstorbenen Gefährten. Ich kann immer noch nicht sehen, was das ist. Schade. Ich dachte, ich könnte jetzt sehen, was das ist. Nö, sehe ich immer noch nicht. Erwecken, erwecken. Dir fehlt eine. Kriegst du. So. Gott sei mit euch. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum nördlichen Ring, um dort zu speichern. Was sagt die Aufnahmezeit? Kleinen Moment bitte. Oh. Genau. 2, 1. Ja, die Zeit ist um. Aber wie gesagt, wir gehen noch in die Kirche, damit wir noch speichern können. Ich hoffe, dass jetzt keine Cutscene kommt. Tut es nicht. Gut. Ja, es hat sich einiges getan in dieser Aufnahme. Wir haben einiges geschafft. Und wie gesagt, in der nächsten Aufnahmesession werden wir dann nach Prag zurückkehren. Aber jetzt wird erstmal abgespeichert. Und zwar richtig abgespeichert. Ich werde aber die Tränke dieses Mal nicht vergeben. Sondern stattdessen werde ich sie horten. In der Truhe. Vielleicht brauchen wir sie nochmal. Genauso wie die Schriftrollen des Erweckens. Das sind beide Schriftrollen des Erweckens. Ich werde die mal ein bisschen in Reserve halten. Wir haben hier 5. Also wir haben hier auch ein paar mehr. Ich werde die Tränke mal wieder reduzieren. Und zwar auf 6. Das heißt, jeder... Ach, die sind für jeden. Okay, dann übertrage ich die mal an Christoph. Genauso wie die. Halt. Sie hat sonst einen Trank zu wenig. Leg noch einen dazu, so. Sonst hat sie nämlich einen zu wenig, das wäre unfair ihr gegenüber. Ach, jeder hat die Truhe für sich. Das ist spannend, das wusste ich auch nicht. Und lernt nie aus. So, dann speichern wir jetzt mal ab. Das ist die kürzeste. Speichern, jawohl. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der ganzen Rages von mir. Das tut mir auch leid, dass ich so ausgerastet bin. Aber, naja, wie gesagt, wir haben unsere Gründe. Unsere Menschlichkeit ist immer noch auf 100. Das ist gut. Und wie gesagt, wir sind jetzt in Arne. Bis auf Serena, die ist noch ein Killer. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Vampire, die Maskerade, Redemption. Aber bis dato sage ich nun, euer Viper-Fan sagt ciao. Auf bald, bis bald und tschüss und vor allen Dingen bleibt mir gewogen.